Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. Die letzte Folge war ein Zusammenschnitt von Zenobias Harmoniegespräch und Quest und war nachkommentiert. Heute, beziehungsweise ab jetzt wieder live kommentiert, ist natürlich... Oh, cool. Das Design von Newt hat erst mich so ein bisschen, sagen wir mal, schockiert. Weil ich die Arme irgendwie gar nicht passend finde zu ihrem Design. Aber gerade eben diese Animation, wo sie sich auf die Hände gesetzt hat, war ja ganz witzig. Und zwar, heute soll es darum gehen, die einzelnen Talente von Newt freizuschalten. Aber das Ganze mache ich mal ungeschnitten. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal die Harmonie auf Stufe 5 gebracht. Dafür habe ich einfach mal ohne Ende Bratglanas konsumiert. Bestimmt 500 Stück oder so. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir müssen mal gucken. Also, Flammenbrandung einsetzen. Meisterkombos einsetzen. Margotfürsten. Also, wir können ja erstmal den Inneren. Aber erstmal gucken. Im defekten Gusto. Im Weltenbaum. Da sind zwei Weltenbaumgegner. Brandopfer. Mein die Raubs. Nefteria. Meisterkombos. Paradiesische Skandia. Die kennt man doch. Das sind. Ja. Mal schauen. Spezialität: mehr Wut. Mehr Schaden bei hochgeschleuderten Gegnern. Und 70% Chance, den Block des Gegners zu ignorieren. 40% Chance. Also die drei sind wichtig. Die drei sind echt wichtig. Oh, gute Autoangriffe, mehr Wut. Ja, könnte wichtig sein, aber finale Verteidigung brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen Angriffe blocken. Angriffe blocken und Klingenkombos einsetzen. Das ist unser Ziel. Okay. Machen wir. Und warum bin ich jetzt in Moradane vor der alten Fabrik? Weil ich mir dachte, okay, wir können ja vielleicht versuchen, ein bisschen zu leveln. Vielleicht das ein oder andere wichtige Item oder hilfreiche Item noch droppen. Und vielleicht, ja, können wir uns gleich mal auch noch damit beschäftigen. Oder es versuchen, welche von den einzigartigen Gegnern hier Platz zu machen. Gibt ja auch einen 120er hier. Der, naja, ziemlich schwierig war. Vielleicht ist der mittlerweile ja schaffbar. Machen wir erstmal gleich die erste Gruppe. Ich habe übrigens bei Newt den Dilatron-Splitter. Ich glaube, ich habe schon 3 oder 4 Dilatron-Splitter insgesamt verbraucht. Oh, Feuer. Naja. Viel hätte er nicht. Der Schattenmeister. Oh Gott. Na, was haben wir denn da? Harmonie ausweichen 5. Geil. Sehr nice. Gut, fangen wir mal. Yeah. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen überrascht. Ich war die ganze Zeit der Meinung, Newt, das Design gefällt mir nicht so. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht mal so schlimm. So. Herausforderer 2. Finale Verteidigung Stufe 2. Sehr schön. Unbändiger Wille Stufe 2. Gerechtigkeit Stufe 8. Kriegsblumen Stufe 1. Das war jetzt wahrscheinlich allein durch die geblockten Angriffe und das Einsetzen von einem Angriff hier. Setze die Technik Unbändiger Wille ein. Unbändiger Wille.
Weiter Angriffe blocken und Gesamtschaden in bestimmter Höhe. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Himmeltachi. Flammenbrandung, Brandopfer, unbändiger Wille, Wutausbruch. Den Stufe 3 Angriff. Stufe 3 Angriff müssen wir 6-mal einsetzen. Wir müssen alle einsetzen, toll. Okay. Machen wir einfach mal weiter. Ah, komm, hier. Warum greifen die eigentlich nicht von alleine an? Ich stand doch gerade direkt daneben. Oh, cool. Was mir gerade gar nicht aufgefallen ist, Newt ist ja ein Katana. Das heißt, zusätzlich zur Schadensreduzierung kann man eigentlich auch noch im richtigen Augenblick den Ausweichen-Skill benutzen. Man büßt natürlich bei der Nutzung von Newt ein bisschen Schaden-Output aus. Oder ein. So, gleich wieder. Schön den ersten Skill erstmal spammen. Warum habe ich nicht die Akku? Ich brauche die Akku zum Blocken. Oh. Was ist das denn jetzt? Kriegsblumen Stufe 2, finale Verteidigung Stufe 3. Können wir gleich nochmal gucken. Also, wie gesagt, ich mache das jetzt, um hier die Talente freizuschalten. Schon mal super. Weiter Angriffe blocken. So. Ja, komm hier. So. Vielleicht kriegen wir auch so einen Klingenkombo hin. Na komm. Stufe 2 kriegt da auch noch hin, oder? Sehr schön. Einmal frei. Umwerfen Flächenbrand. Ja, komm, Flammexplosion machen wir auch noch schnell. Physische Abwehr 5. Ob das was bringt? Na komm jetzt. Also die... Dafür, dass sie über Level 90 sind, sind die eigentlich gar nicht schwer. Na komm. Stufe 2 krieg ich doch noch hin, oder? Ja, sehr schön. Einwandfrei. Kriegsblumen Stufe 3. Finale Verteidigung Stufe 4. Stille Wacht Stufe 2. Sehr gut. Das freut mich, dass die Talente so schnell sich so schnell auch freischalten lassen. Geil. Klingenkombos einsetzen. Weiter Angriffe blocken und hier Gesamtschaden in einer bestimmten Höhe. Dann haben wir hier unbändiger Wille müssen wir einsetzen. Brandopfer müssen wir einsetzen und Flammenbrandung. 5-mal. 3-mal. Unbändiger Wille. Was war nochmal unbändiger Wille? Stufe 3. Okay, deswegen.
Deswegen ging das noch nicht. Dann schauen wir mal hier rein. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, ein kleiner Schatz. Was? Was war das für ein Geräusch? Das war kein schönes Geräusch. Geräuschsieg. Oh, schauen wir erstmal im Erdgeschoss. Oder auch nicht. Dann gucken wir halt oben. Kein Problem. Ich habe bis jetzt auch nur zwei von diesen einzigartigen Meistern hier gefunden. Ich frage mich, wo der dritte sich versteckt. Oh. Cool. What's here? In my Mineralienkunde. Duftstein, Rotorenmohn. Hm. Mohnblätter, die sich drehen. Da ist der 120er. So, wo führt das hin? Ich glaube, hier bin ich noch gar... Doch. Hier muss ich schon lang gelaufen sein. Die Tür ist offen. Ich denke mal, der 120er hat ja eine ziemlich hohe Ausweichrate. Aber vielleicht schaffen wir ja den unbesiegbaren Saxon. Jetzt zieht er bestimmt gleich wieder die Aggro auf sich. Na, okay, bis jetzt geht's. Ja. Vielleicht kriegen wir den Schatten. Oh. Rex hat's erwischt. Wo ist er? Da ist er. Oh Mann. Ah, jetzt. Das war natürlich klar. Jetzt muss ich gucken. Oh. Ah, jetzt. Möglichst schnell wieder auf den Schattenmeister wechseln, damit wir den schnell wegkriegen. Oh, komm, schmettern. Das klappt ja ganz gut. So, Schattenmeister ist weg. Geil. So, und jetzt den unbesiegbaren Saxon. Und wenn er gleich mit einem Skill kommt, kann ich ihn ausweichen Skill nehmen. Oh, Rex hat's erwischt. Ich kurz aufheben. Oh, hier, Pandoria ganz kurz. So. Komm wieder schnell auf Mute. Komm. So, Newt. Hallo auf Newt. So. Danke. Rex verreckt mir noch zu oft, aber naja. Und yes. Na. Ah, nee. Lieber die zweite Sonne, weil Stufe 4 bringt mir nichts zum Freischalten der Talente. Ja gut, also ich merke, Newt macht echt nicht viel Schaden. Aber sie ist ja eine Verteidigung. Oh, Schädelspalter hört sich ja nicht so schön an.
Alter, ich bin erstaunt, wie viel besser es klappt bis zum letzten Mal. Als wir gegen den gekämpft haben. Muskelfunken. Dauerfunk. Komm, 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 komm. Ja, geil. Nice. Jetzt haben wir dem seinen Flächenskill geblockt. Richtig nice. Und wisst ihr was? Den Rest machen wir mit einer Angriffskette. Wenn er sagt Elektro? Elektro und... Nee, Eis und Wind und Elektro und Erde war. Genau. Ja, eigentlich müsste ich jetzt mit Wulfric. Sehr gut. Nice. Jetzt kommt Poppy Cutie Pie. Jetzt heißt es nur noch. Alter, die Heilung von Poppy. Als hätte ich eigentlich mit Nuke angreifen können. Schade. Egal. Jetzt Zenobia. Mal schauen. 270.000. Kein Problem. Komm, wir greifen noch mit Newt an. Wow. Das war ja nice. Nicht schlecht. Respekt, Newt. Halleluja. Habt ihr gerade den Schaden gesehen? Macht 3,6 Millionen. Geil. Geil. Angriffssplit. Nice. Haben wir einen weiteren recht schweren Gegner platt gekriegt. Ich will jetzt erstmal ganz kurz gucken, was der gedroppt hat. Angriffssplitter. Aha, Autoausgleicher. Heldenarmschienen. Physische Abwehr 5, Stufe 4, Spezial 5. Und Kernkristalle. Gut, nice. Dann gucken wir erstmal. Hier. Zwei neue Talente freigeschaltet. Jetzt ist es so. Finale Verteidigung. Reduziert Schaden für Verbündete innerhalb von 5 Metern um 40%. Ich glaube, genau das ist Talent. Das ist das Talent, was ich brauche, um den 100er in Morrithar platt zu kriegen. Und ich glaube echt, ich versuche das mal im nächsten Part. Ja. Könnte man machen. 50% Zusatzschaden gegen Titanen. Aha. Mehr Crit, bisschen weniger Schaden. Was ich echt schade finde, ist, dass man jedes Mal den Splitter verbraucht, wenn man wenn man ihn wechselt. Ja, das ist echt schade. Es wäre cooler, wenn man zwischen verschiedenen Splittern wechseln könnte, so. So. Aber eigentlich müsste ja noch... Wow, Hilfe. Der hat mich jetzt erschreckt. Der hat mich ein bisschen erschreckt. Na komm.
Was ich ja krass finde, sie hat ein Auge auf dem Hinterkopf. Na komm. Ja komm, vielleicht nicht lang. Und komm, Flammenexplosion noch hinterher. Hinterher. Kriegsblumen, Stufe 5. Was war das? Sigma-Antrieb. Okay, Kriegsblumen, Stufe 5. Gucken wir mal, was das war. Oh, nice. You won't find a better bodyguard anywhere. Haha, mehr Wut. Meisterkombos zu annullieren. Setze Klingenkombos ein, beende Klingenkombos mit einem Abschlussangriff. Was haben wir hier? Ja, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 1. Okay, Stufe 1 müssen wir noch einmal einsetzen. Da hinten wäre der 120er, den werden wir ein andermal in Angriff nehmen. Ich frage mich, wo der andere Boss sein soll. Hier sollen drei sein. Vielleicht ist ja einer. Lalala. Vielleicht ist ja einer an der Anlegestelle. Da bin ich noch nicht hingelaufen, glaube ich. Okay, nee. Anscheinend ja nicht. Oder es liegt am Wolkenmeerstand. Let's see. Hier, fishy, fishy. Ja, fishy, fishy. Schade. Und ich dachte, ich finde den jetzt noch schnell. Nicht so tragisch. Wir machen jetzt noch ein, zwei Kämpfe. Und dann reicht es auch schon wieder für den Part. Wie sie marschiert. Die joggt einfach mal. Die joggt einfach mal. Alter. So. Mal gucken. Ja, ich bin gerade echt überfragt. Oh. Was war das denn jetzt? Hä? Warum sind hier keine Gegner, hä? Ist ja doof. Das ist eine Tür, durch die man bestimmt nicht durch kann, oder? Von der anderen Seite abgeschlossen. Hallo, auch machen. Danke. Oh! Ui! Was haben wir denn da? Ah, eine Truhe. Oh. Oh. Bewegungssensor. Naja gut, an die Truhe hätte man auch früher... Euer Ernst. Einfach nur eine Truhe, mehr nicht. Schade. Ich dachte, da wäre jetzt noch was anderes Interessantes. Aber ich sehe schon. Oh, ein Harmoniegespräch. Ah, das führen wir auch ein andermal. Aber merken wir uns. Merken wir uns auf jeden Fall. Ether-Isoliertanks. Da müssen wir nochmal rüber. Ja, keine Gegner hier. War das der Bereich, der vorher von den Trutans bewacht war? Da müssten wir, ich glaube, durch. Hier rein.
Hallo? 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 Nichts. Was gammelt denn die Klinken hier? Ja, komm hier. Zack. Oh, ein Hitzeschub. Dann dürften wir Stufe 1 freigeschaltet haben. So. Hallo, nicht blocken. Blocken verboten. Und ein Flächenbrand. Hallo, Flächenbrand. Du sollst den Flächenbrand einsetzen. Nice. Wenn ich jetzt richtig gut bin, schaffe ich auch noch die Flammenexplosion. Aber das wird schwer. Ja, könnte was werden. Ey, was ist da los? Och nö, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Geil. Nice. Schön. So. Hä? Immer noch? So schön. Ja, genau. Der ist eine Ebene unter uns. Ja. Das ist jetzt äußerst belustigend. Ja, einfach unter ist. Ja, komm hier. Wo ist er? Ja, schon besser. Erledigt. Beständigkeit 5. Nice. Nice. Das könnte man auch noch gebrauchen. Für Sets, bei denen man auf... ja, auf 30 KP eventuell geht. Okay, was haben wir hier? Achso, lol. Lol. So ist das also. Okay, verstanden. Gut. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von dieser Folge. Wir gucken noch ganz kurz, wie weit wir sind. A new strength has awakened. Ganz ehrlich, das reicht mir erstmal an freigeschalteten Talenten, um mal den 100er auszuprobieren. Ja. Ach komm, was soll's. Wir probieren es einfach. Mehr als verlieren können wir eh nicht. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich den 100er besiege, beziehungsweise mal gegen ihn kämpfe. Also mache ich das einfach. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge an den Klippen von Morrithar. Ciao, Leute.